Hey Freunde, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem neuen ASMR-Video von mir. Und erstmal danke für 20.000 Abonnenten. Also wir sind ja mittlerweile schon 20.100. Heute kommt das Special online mit meinem Vater. Das hatten sich sehr viele gewünscht und ich dachte mir, als Special ist das sehr, sehr cool, mal mit meinem Vater das zu machen. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Jetzt kann mein Papa noch was sagen. Ja, servus. Und vielen Dank für die Einladung. Ich weiß nicht, ob ich das richtig mache. Ich mache das zum ersten Mal. Justin hat mich schon gewarnt. Ich darf nichts Cringes sagen. Also, ich muss mich benehmen. Genau. Fällt mir schwer manchmal, aber ich versuch's. Genau. Und ich habe jetzt mehrere Trigger vorbereitet, mein Papa und ich. Viel Spaß damit. Let's go mit diesem Video. Viel Spaß. So, wir fangen an mit einem Mic Scratching. Ich habe mir ein Spezialwerkzeug rausgesucht. Und ich mache es mit meinen Händen. Okay. Und viel Spaß. Gib Gas. Hört man das? Lach nicht. Ich denke mal, dass man es hört. Also das hoffe ich auf jeden Fall. Ist ein bisschen zu zweit zu sitzen, weil ich das nicht oft mache. Ich zum ersten Mal. Genau, er macht zum ersten Mal. Falls ihr es noch nicht wisst. Genau, er macht zum ersten Mal. Und ihr könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr mein Papa so findet, also in der ASMR-Sache, wie ihr die Trigger findet von ihm. Hat er selber rausgesucht. Und wie er es einfach macht beim ersten Mal, würde mich mega interessieren. Genießt es, es ist einmalig. Wer weiß, vielleicht öfters mal, wenn die Zuschauer das wollen. Ist auf jeden Fall ganz cool. Dass mein Papa sich das traut, überhaupt vor die Kamera zu gehen und das zu machen. Hab extra 3 Bier getrunken. Ja, genau. Also ich höre nichts, aber ihr hört bestimmt was. Ja, ich nehme die hören schon was. Und wenn nicht, ist nicht so gut. Dann ist es.
besser. Jetzt nochmal. Seite Nummer 1. Schreibt es in die Kommentare rein. Seite 1. Persönlich, ich finde Seite 1 relativ entspannt. Die zweite könnte ein bisschen zu laut sein, aber ich finde die 1 echt entspannt. Das ist meine Meinung. So, jetzt kommt die Seite 2. Die ist etwas heftiger, weil die auf diese Plexiglasscheibe auftreffen, diese kleinen Pins. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg. Sie nicht benutzen. Ich wollte sie nicht benutzen, weil ich dachte, ja genau, ich wusste nicht, ob die in Videos zu laut wären. In den Livestreams auf jeden Fall. Außer ich stelle natürlich die Lautstärke runter, direkt. Aber in Videos wusste ich nicht genau, ob ich das benutzen soll. So eine Verpackung von
aufnehmen kann. Gute Frage. Dann, okay, dann nimm du das, dann nehme ich das. Ich hab. Oder obwohl, komm, dann nehme ich das hier. Oh. Das sind ja keine Haare. Der Glatzentrigger. Ja, ist absolut. Bei mir geht das leider nicht, bei Locken ist das richtig schlimm. Aber dir ist es gut. Tut's gut. Ja, das ist ein Trigger, der gut tut, da schlafe ich garantiert nicht ein. Eigentlich könnte Mama kommen und mir das so das machen und dann könnte ich einschlafen. Vielleicht. Schaut aber cringe aus, oder? Ist einfach echt so. Ich kau die immer ab, leider. Muss mir abgewöhnen.
Rückseite. Rückseite. Oh Mann, meine Hände sind zu klein. Ich komme an die Kamera schon hin. Schreibt mal in die Kommentare, welches Handy-Tapping war besser, Justins oder meins. Schreibt ihn rein am besten. Einfach reinschreiben. Ich schreibe auch ihn rein. Würde mich interessieren. Und jetzt Highlight. Ein ganz sanftes, kleiner Trigger. Haltet euch die Ohren zu. Megafon-Tapping, weltweit das erste Mal. Wieso, ich habe das sowas noch nie gesehen. Ich glaube wirklich das erste Mal. Was einfach auf diese Idee kommen, aber absolut geil. Ich hoffe, es hat euch gefallen mit meinem Papa zusammen das Video. Falls ihr mehr wollt, lasst jetzt ein Like und ein Abo da. Schreibt es in die Kommentare rein, würde mich mega interessieren. Würde mich auf jeden Fall auch freuen, wenn wir mehr machen. Und dann sehen wir uns beim nächsten ASMR-Video oder Stream. Haut rein. Ciao, ciao. Servus, bitte euch.